Moin Moin oder einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Ja, der HSV, er kann es auch zu Hause. Und damit meine ich nicht allein das Gewinnen, sondern auch die Art und Weise, wie man gewinnt. So souverän wie heute gegen Fortuna aus Düsseldorf habe ich den HSV hier zu Hause bislang noch nicht auftreten sehen. Wenn man das Haar in der Suppe suchen möchte, kann man sagen, okay, der HSV hätte es in der ersten Halbzeit das Spiel schon entscheiden können und zumindest dann allerspätestens Anfang der zweiten Hälfte. Aber der HSV machte es trotz allem richtig gut. Die Startelf spielte saustark. Die Spieler, die eingewechselt wurden, waren sofort auf Temperatur. Und am Ende spielte man hier mit 2:0 Düsseldorf vom Platz und ließ dem Gegner nicht eine echte Torchance übrig. Eine Abseitssituation gab es in der zweiten Halbzeit, die dann zu einem Tor führte, das natürlich nicht zählte. Aber ansonsten muss ich sagen, war die Abwehr heute bärenstark. Und das, obwohl ich Vuskovic gar nicht so richtig gesehen habe. Der war irgendwie so gar nicht im Spiel, wollte ich fast sagen. Also der hatte irgendwie nichts zu tun, weil der HSV einfach richtig gut verteidigte. Im Mittelfeld schon sehr aktiv war, insgesamt auch von der Offensive her schon gut defensiv mitarbeitete, um gleich wieder die Ballgewinne und schnelle Umkehrangriffe zu haben. Also der HSV war heute einfach in allen Belangen den Düsseldorfern, die gar nicht mehr so schlecht spielten, aber der HSV war den Düsseldorfern heute in allen Belangen überlegen. Und das von der ersten Minute an. Bache Vieta, ich weiß nicht, was mit dem heute los war, der hat wieder eine Portion Adrenalin vom Spiel bekommen, aber der war heute ganz das Gegenteil von dem, was er zuletzt gezeigt hatte. Der war von der ersten Sekunde an hellwach. Leider am Anfang mit ein paar Flanken, die etwas zu ungenau waren, aber das erledigte er dann auch in der 21. Minute, als er das 1:0 von Robert Glatze vorbereitete. Da holte er sich den Ball sensationell auf der rechten Außenbahn, ging wieder einmal mit seinem Tempo an den Gegenspielern vorbei. Die hatten heute überhaupt gar keine Chance, seine Düsseldorfer Gegner, weil er war einfach allen Spielern läuferisch deutlich überlegen und er nutzte es endlich auch wieder. Er setzte sein Tempo endlich auch wieder gewinnbringend ein und das über die gesamten 90 Minuten. Er war heute meiner Meinung nach der stärkste Spieler auf dem Platz beim HSV. Er war offensiv brandgefährlich. Nicht nur, weil er das 2:0 köpfte von Sonny Kittel, dann auch sensationell vorbereitet, aber dazu kommen wir gleich noch, sondern insgesamt auch, weil er defensiv stark mitarbeitet, weil er offensiv immer gefährlich war, weil er immer aktiv war. Er war im Spiel extrem präsent heute und so soll es dann am Ende auch sein. Und deswegen hat er sich heute meiner Meinung nach auch die Bestnote verdient. Bestnote kann man auch dem Trainer geben, denn die Startelf, die auf dem Platz schickte heute mit Laszlo Benes anstelle von Sonny Kittel und mit Tim Leibold anstelle von Miro Muheim, funktionierte sehr gut. Und dann, als die Einwechselspieler reinkamen, unter anderem halt auch Sonny Kittel und Miro Muheim, war es genau der richtige Moment, um auf der linken Bahn, Königsdorf war es, der zuerst reinkam, mit Miro Muheim zusammen. Und das in einer Phase, wo die Düsseldorfer ein wenig mehr Druck machten und über die linke Seite des HSV so ein bisschen die Schwachstelle ausgemacht zu haben schien. Genau in der Phase wechselte der Trainer die ganze linke Seite einmal aus und das war genau richtig. Dann am Ende natürlich Spieler wie Königsdörfer und auch Sonny Kittel noch bringen zu können für die Offensive. Ja, das kann natürlich auch nicht jeder Zweitligist von sich behaupten. Und das war richtig Qualität. Und diese Qualität spielten die beiden dann auch richtig gut aus. Königsdörfer immer mit seinem Tempo gefährlich. Das alleine nervt den Abwehrspieler schon so dermaßen, dass er weiß, er muss defensiv wieder mehr Auge haben. Er muss wieder etwas defensiver denken. Und das war so die Phase, als Königsdörfer kam, als die Düsseldorfer wirklich dachten, sie könnten über die linke HSV-Seite, also über ihre rechte Angriffsseite, ein bisschen mehr Druck machen. Ja, Pustekuchen. Der Trainer wechselte taktisch sehr clever. Er erstickte den Düsseldorfer Gedanken im Keim. Und so war es dann auch am Ende ein absolut hochverdienter Sieg, denn der HSV ließ hier nicht eine echte Torchance zu. Hinten die Abwehr, wie gesagt, mit Vuskovic, der gar nicht sonderlich auffiel, aber der einfach richtig gut war. Und vor allem mit einem Sebastian Schonau, der mir heute richtig gut gefallen hat. Er war es, der mit seinem Stellungsspiel das Düsseldorfer Angriffsspiel immer wieder unterbinden konnte und vor allem natürlich dann auch im Doppelpass mit Jonas Meffert, der heute im Mittelfeld wieder eine richtig gute Partie ablieferte, hatte er das gesamte Zentrum eigentlich voll im Griff. Die Außenbahn, wie gesagt, mit Moritz Heyer einfach echt gut. Dann auf der linken Seite Tim Leibold bis zu seiner Auswechslung wirklich sehr ordentlich. Dann Miro Muheim sofort auf Temperatur. Königsdorf, als er reinkam, gleich mit Tempo. Also macht er genau das, was er machen sollte. Sonny Kittel, ja, keiner bereitet Tore so schön vor wie er. Und das war dann auch das 2:0, was er vorbereitete. Ich glaube, dass in dieser Mannschaft nicht allzu viele Spieler so hinbekommen hätten wie er. Er hatte dazu noch einen Innenpfostenschuss, der fast schon das 2:0 gewesen wäre. Und war insgesamt einfach richtig gut heute in diesem Kurzauftritt, den er heute nur hinlegen konnte. Also
es hat heute einfach einmal alles gepasst. Es hat wirklich gut gepasst. Auch Laszlo Benes war gleich von Beginn an hellwach. Er das erste Mal in der Stadt heute gleich mit 2 Lattentreffern. Schade für ihn. Ich hätte es ihm gegönnt. Das wäre natürlich nochmal ein schöner Push gewesen für ihn. Aber ich glaube, den Push nimmt er aus diesem Spiel alleine mit, denn es war sehr ordentlich, auch wenn er in der zweiten Halbzeit dann doch ein wenig abbaute und zu Recht ausgewechselt wurde. Aber bis dahin war er ein Aktivposten. Er war gut, so wie die gesamte HSV-Mannschaft, der ich heute wirklich sagen muss, dass sie mannschaftlich geschlossen stark aufgetreten ist und diesen Sieg am Ende hochverdient hier nach Hause gefahren hat. Ein extrem souveräner Sieg, wie wir ihn hier, finde ich, zumindest im Volksparkstadion in dieser Saison noch nicht gesehen haben. Auswärts gab es schon ähnliche Spiele, aber ich fand diesen Auftritt heute gegen Düsseldorf, dass das fast der beste Auftritt bislang in dieser Saison war. Ja, was bleibt noch zu sagen? Alles gut, freuen wir uns erst einmal über dieses Spiel, freuen wir uns darauf, dass wir morgen die Konkurrenz dann noch ein bisschen entspannt anschauen können. Der HSV wieder einmal siegreich, er bleibt in der Tabelle weiter oben dran und genau so soll es ja sein. Also, heute gibt es einfach einmal nichts zu meckern, gar nichts, im Gegenteil. Einfach mal sagen, das war richtig stark, das war reif, das war souverän, so kann es weitergehen. Also, euch allen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann freut euch noch ein bisschen über diesen Sieg, denn dieser Sieg hat es wirklich verdient, dass man darauf stolz sein kann als HSV. Also, bis dahin, macht's gut, alles gut, ciao.